Was geht, Freunde? Heute ziehen wir die Rewards. Ich weiß, Hassan wird mich schon verfluchen, wenn wir heute nichts ziehen. Das heißt, ich werde einfach Salat ziehen. Ganz easy. Wir haben nur, glaube ich, Rang 4 geholt. Deswegen holen wir die untauschbaren Packs. Wir erwarten ja schon sehnsüchtig die Miteignis. Von daher immer untauschbar. Quali-Punkte haben wir jetzt auch. Ich denke, wir sammeln erstmal die Packs ein und danach gehe ich auch nochmal drauf ein, was morgen kommen wird. Sehr, sehr wilde Sachen. Gold 3 haben wir nur geschafft. Was heißt nur? Kuss an Baran und Hassan, die die Weekend League zu Ende gespielt haben. Ich hoffe, dass wir hier einen Premier League Spieler bekommen. Wer von denen ist eigentlich egal? Ob Pogba, Salah, Son, wir können sie alle gebrauchen. Erster Player Pick. Piotek. Piotek, Kolar oder Esser. Ich hole einfach Piotek mit. Und der zweite Player Pick. Ich erwarte nichts. Es ist nur Gold 3. Es hängt. Pablo. Okay, Player Picks waren jetzt nicht so nice. Ich glaube, wir haben insgesamt 3 Megasets. Oha, sogar 4. 2 seltene Elektrum-Spieler und ein 50k-Set. Ich würde sagen, ich fange erstmal hier mit dem ersten seltenen Elektrum an. Direkt ein Walkout wäre auch zu schön gewesen. War das ein Info? Kroatien. Stürmer. Oha, das war echt ein Info. Buljic. Wer bist du denn? Dann machen wir einen Megapack auf. Yay, bitte, bitte. Ein Walkout heute. Ah, so, ich würde sagen, hier noch ein 2-Spieler-Pack. Das machen wir direkt mal auf. Das war eben im anderen Pack auch noch am Start. 2-Spieler-Set. Stark. Der Golden ist noch nicht mal selten. Der Silber ist wahrscheinlich selten. Easy, Bankzone. Dann Pack Nummer 3. Irgendwas muss heute kommen, sonst werden wir verflucht. Wir werden bis auf den Tod verflucht. Was ist das denn? Wer bist du denn? Izquierdos. So, jetzt nochmal ein seltenes Elektrum. Ich dachte, die Packs wären immer so richtig brutal gewesen. Walkout! Info Walkout? Wer bist du? Quadrado! Quadrado ist nice! Digga, ich dachte erstmal Kolumbien Walkout. Ich überlege so 5-mal. Einfach der beste Rechtsverteidiger im Spiel gezogen. Krasser Scheiß. Aus dem besten Club. Natürlich. Quadrado, Sommer und Hakimi. Nein, Untrade. So, dann haben wir noch ein Megaset. Ich glaube, hier zwischen ist auch dieses Atletico Real Pack. Aus den Top-Partien. Ein Walkout hatten wir. Nur eine Wand jetzt. Schweiz, dort. Birky, ein Walkout, ein Inform-Walkout und das war sogar Quadrado und der war Untrade. Also das ist schon ein bisschen traurig. Aber wir haben ja noch 3 Packs. Premium Goldspieler machen wir jetzt mal auf. Danach das Megaset und dann das 50k-Set. Man muss aber auch sagen, wir haben halt nur Gold 3 Gold und wir haben... Ach geh. Und wir haben nur Rang 4 in Division 1 Gold. So, Megaset. Ich dachte, Megasets wären immer so krass. Easy. Nicht mal. Oh. Europa League? Türkei. Wer bist du dann? Kann man dich verkaufen? Ja, zum Glück tradable. Gott sei Dank. Und jetzt das 50k-Set. Entweder gönnt ihr jetzt oder es gönnt einfach nie. 50k. Kein Walkout. Oh mein Gott, nicht mal eine Wand aus dem 50k-Set. Oh mein Gott! Was neu rauskam heute ist halt Madison. Die SBC kostet um die 50k. Ist auch keine Live-Karte, also ganz, ganz wichtig, nicht verwechseln. Ihr braucht für Madison einen Leicester-Spieler, einen Team of the Week-Spieler, 84er Rating, 75 Chemie und halt 11 Spieler. Das ist aktuell das günstigste Team, was ihr bauen könnt. Also wenn jemand die SBC machen will und alle Spieler kaufen muss, ihr braucht dafür auch keine Loyalität. Hier rechts seht ihr die Preise von den Spielern. Also ganz, ganz easy, könnt ihr nachkaufen. Könnt ihr jetzt auch natürlich einen Dreamscode einbauen, aber ich glaube, das ist einfacher für mich und auch für euch, wenn ihr auch direkt die Preise hier im Blick habt. Vielleicht könnt ihr die nochmal 400 oder 200 Münzen weniger snipen. Eigentlich ein ganz, ganz guter Mittelfeldspieler und dann halt noch Top-Partien, was heute rausgekommen ist. Zu den Top-Partien werde ich jetzt keine Lösung posten, weil die könnt ihr auch auf Footbin schauen. Was ich aber machen werde, ist halt, wenn morgen
diese täglichen SBCs rauskommen, dann werde ich schreiben, ob sich das lohnt. Wie gesagt, für Madison hat an sich keine schlechten Werte. 4 Sterne, 4 Sterne. Pace ist okay. Passen sehr, sehr stark. Dribbling auch sehr, sehr stark. Schuss auch ganz okay. Verteidigung geht halt so unter 80 Ausdauer. Ich finde, das ist ein beweglicher und vor allem offensiver Mittelfeldspieler, den man aber auch als Achter spielen kann. Für 40k würde ich ihn aber wahrscheinlich auch nicht machen. Ach ja, und worauf ich demnächst eingehen wollen würde, ist halt immer so eine Topper-Team-Prediction, dass man halt vorher investieren kann. Das werde ich, denke ich, noch in Zukunft bringen. Und ansonsten war es das erstmal von diesem Video. Wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich im Stream oder in dem Video nochmal. Und ja, morgen Freeze und Icon Swaps, die sind auch noch am Start. Ich bin gespannt. Ja, sehen wir alles morgen um 19 Uhr. Haut rein, Jungs.